Hallo an alle mit dem Sternzeichen Waage und Aszendent Waage. Willkommen zu Ihrem Horoskop im September. Liebe Waagen, die Sonne schreitet im Sternzeichen Jungfrau voran und Ihr Planet, der Venus, wird am 5. September in das Sternzeichen Jungfrau wechseln. Besonders die erste Hälfte des Monats sollten Sie dafür nutzen, etwas mehr über Ihr Leben nachzudenken. Themen rund um Ihr tägliches Leben, Ihre Routinen sowie Arbeitsbedingungen werden an erster Stelle stehen. Sie werden sich allgemein um Ihre Gesundheit kümmern. Sie sind in einer geeigneten Phase für ein gesundheitliches Check-up. Besonders der Vollmond am 9. September im Sternzeichen Fische wird diese Auswirkungen stärken. Sie werden einige Belange bezüglich Ihrer Gesundheit realisieren. Sie werden sich Themen widmen müssen, die Sie bis jetzt versäumt haben. Besonders auf Ihre Verdauung sollten Sie achten. Sie werden Ihre Ernährung und Ihre tägliche Diät verändern. Es handelt sich um eine geeignete Phase für eine Diät, um abzunehmen. Hierfür sollten Sie die Tage nach dem 9. September nutzen, liebe Waagen. Ab dem 2. September befindet sich der Merkur in Ihrem Sternzeichen. Demzufolge befinden Sie sich in einer Phase, in der Sie sich gut ausdrücken können. Ihre Kommunikationskraft wird stärker. Dies werden Sie in Ihren Arbeiten und Hobbys gut zum Vorschein bringen. Ihre schriftliche Kommunikationskraft wird sogar noch stärker sein. In Beziehungen sollten Sie anpassungsfähiger sein. Ihr Talent, diplomatisch zu handeln, wird steigen, liebe Waagen. Der Merkur wird Sie auch in geschäftlichen Kooperationen unterstützen. Am 14. September wird der Mars in das Sternzeichen Schütze wechseln. Mit diesem Wechsel werden Sie Reisen, die Sie schon länger machen wollten, einfacher realisieren. In Belangen bezüglich der Bildung werden Sie aktivere und mutigere Handlungen machen und neue unternehmerische Vorhaben starten. Mit dem Übergang des Mars in das Sternzeichen Schütze werden Sie sich in einer lebhafteren Phase Ihres täglichen Arbeits- und Soziallebens befinden. Allerdings sollten Sie in der Kommunikation mit Ihrer nahen Umgebung, Geschwistern, Nachbarn und Kollegen etwas vorsichtiger sein. Denn besonders am 22. September sowie kurz davor und danach können Missverständnisse und Anspannungen vorkommen. Während dieser Phase sollten Sie im Verkehr und Ihrer täglichen Routine etwas achtsamer sein, liebe Waagen. Am 23. September wechselt die Sonne in Ihr Sternzeichen. Folglich werden Sie stärker strahlen und Aufmerksamkeit wecken. Sofort danach, am 24. September, wird ein wunderschöner Neumond in Ihrem Sternzeichen aufgehen. Der Venus wird ebenfalls im Sternzeichen Waage sein. Während des Neumonds wird der Jupiter und Uranus einen sehr schönen Winkel haben. Positive Entwicklungen in Ihren privaten und geschäftlichen Beziehungen sowie Sozialleben werden auftreten. Überraschende Bekanntschaften werden gemacht. Diese werden für Sie bedeutende neue Türen öffnen. Dieser Vollmond wird Sie bezüglich Ihrem Privatleben oder geschäftlichen Partnerschaften und neuen Vorhaben unterstützen, liebe Waagen. Bitte vergessen Sie nicht, diese Auswirkungen in den täglichen und wöchentlichen Videos, die wir für Sie vorbereiten, zu verfolgen. Bis demnächst und machen Sie es gut!